was sollen wir jetzt machen? So, do you want to go first? I go? Yeah, you okay. Go. Wien ist? Wien ist mein zukünftiges Zuhause. Was bringst du aus Israel an die Volksoper mit? Ah, vielleicht Humor und Lachen und ja. Was ist ein Palawatsch? Wir sind nicht gut eingebürgert. Klingt wie ich weiß, etwas, you know, on the skin or something. Ich weiß. Eine Krankheit. Ja. Oder ein Ohrfeige. Ah, Palawatsch. Das ist gut, ja. Ja? Nee. Irgendwie. Nee. Okay, schade. So, das ist, ach du. Oh ja. Netflix ist. Ah, alles. Ja, ja, schaust ja, du viel? Ja, alles, ja. Allein im Hotel, Netflix. Wo du auch Bücher schreibst, wo ja, hast du die ja, Zeit? Ja, auch mit Netflix, weil ich schreibe oder studiere, wirklich, ich mich vorbereite zum Beispiel Partitur oder schreibe mit, ich brauche Noise. Ich also, brauche aber etwas, du, dann Radio kannst du nicht, oder TV, nein, ich schaue nicht. Aber du kannst ich brauche, nicht die Serie dann nacherzählen. Nein, aber Ruhe ist nicht so gut. Ja, 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 verstehe. Modern ist? Modern ist nicht unverständlich, intellektuell und kompliziert, sondern modern ist etwas, was heute gemacht wird für die Leute von heute. Tradition bedeutet. Tradition muss leben, lebendig sein. Ja? Ich denke, wenn wir warten oder wenn wir nur wollen ein Glory of the Past gucken, das ist nicht so gut für die Tradition. Operette ist? Ich glaube, Operette könnte eine super Kunstform für jetzt sein. Die Operette war immer klug, witzig, aber auch provozierend. Es war zum Denken anzündend und es war verführerisch. Deine Lieblingsszene? Wenn Nemorino in Elisir d'Amore ist betrunken und er ist sicher, dass alle Damen sind sehr interessiert, ja, weil er weiß nicht, dass er hat dieses Geld natürlich bekommen und er ist so betrunken und er denkt, oh, wow, alles funktioniert jetzt mit den Damen und mit der Damen und das ist alles so, er ist so charmant. Oh, ja. Süß. Und das ist eine super Szene, ja, ich finde. Oper soll die Zuschauer? So die Zuschauer zum Fühlen bringen, zum Denken bringen und soll die Zuschauer verbinden. Ja, nee. Dein Worst-Case-Szenario? Du kommst im Graben und? Ja, normalerweise ist diese, ja, diese Träume, nein? Genau. Kommt zum Graben. What are your nightmares? Ja, exactly. Okay. Yeah. Kommt zum Graben und steht keine Partitur oder ich weiß nicht, ja. Oder steht die falsche Partitur. Ja, falsche weißt Partitur du, weißt du, was mein Albtraum ist? Ich erinnere mich, dass ich die Proben verpasst habe und jetzt ist Premiere. Ah, ich bin in einer Stadt, kenne den Weg nicht. Super. Dann komme ich, das Publikum ist schon da. Ich komme aus dem zweiten Balkon. Muss mich durch die Leute irgendwie rein. Und ich habe ein Partitur, ist aber auf Russisch. Ich habe keine Ahnung, was das Stück ist und worüber es geht. Das Chor steht schon auf die Bühne und schaut mich an. Was sollen wir denn machen? Und ich muss irgendetwas sagen. Wow. Das ist terrible. I mean, this is good. It's reoccurring. Ja. Ja. Musiktheater für Kinder soll? Ernst genommen werden. Mhm. Deine Lieblingsoper ist? Sehr schwer. Onegin, vielleicht. Ja. Ja. Dein Top, ja, exactly dein? Also, ich glaube, Janacek aus einem Totenhaus. Darf ich das nicht sagen? Okay, gut, soll ich sagen, nein, Fledermaus! Was bringst du aus Holland an die Volksoper mit? Demokratie. Nein, ich glaube, in Holland mögen wir überhaupt keine Hierarchie. Und ich glaube, das bringe ich aus Führungsstil schon mit, dass es viel diskutiert werden darf und dass alle einfach das sagen sollen zu mir, was sie spüren. Niemals würdest du? Niemals würde ich sagen, das machen wir so, weil wir es immer so gemacht haben. Und letzte, Piano oder Forte? Forte. Ja, klar. Oder? Ja, Piano, im ersten aber. Saison, dann im zweiten Saison. Oh Gott. Ja? Das war's? Okay.